Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Videoclip. Heute geht es um die Reparatur dieses alten, aber dennoch noch funktionstüchtigen Tablets der Marke Samsung. Wie man hier bereits erkennen kann, ja, hat es leider der Schlag getroffen. Wir sehen hier den Einschlag am mittleren Button. Schuld daran ist ein Schlüsselbund, welcher hier leider mit etwas Druck rangedrückt wurde und somit zur Zerstörung des äußeren Glases geführt hat. Das äußere Glas, umgangssprachlich auch Digitizer genannt, ist hier, wie man sieht, auch trotz Spiegelung leider deutlich gesprungen und zerbrochen. Somit ist wirklich einwandfreies Bildvergnügen nicht wirklich mehr gegeben. Wir werden nun versuchen, dieses Teil hier auszutauschen. Wir haben hier ein Modell von Samsung, genauer gesagt den Typ SM-T555, welches zumindest vom Digitizer baugleich sein sollte, mit dem SM-T550. Und wir werden nun versuchen, das Backcover abzunehmen, zu demontieren, hoffentlich einigermaßen zerstörungsfrei, und anschließend uns in Richtung Frontglas Digitizer vorzuarbeiten. Wie das Ganze funktioniert, was wir dazu brauchen, verwenden, wie lange das Ganze dauert, das sehen wir uns nun im Detail genauer an. Bestellt haben wir das Reparaturkit für ein schwarzes Tablet. Erhalten haben wir dieses Teil. Die Farbe ist jetzt nicht ganz schwarz, ich würde sagen, es ist Anthrazit. Das spielt aber vor allem angesichts des günstigen Preises keine große Rolle. Wir haben hier außen und auch an der Innenseite eine Schutzfolie drauf, um beim Einsetzen Fingerabdrücke zu vermeiden. Hier oben sind die Kabel bzw. der Kabelanschluss selbst. Und rundherum ist ein Kleber aufgebracht und aufgetragen, welcher anschließend das Glas wieder ordentlich am Tablet befestigen und halten soll. Je nachdem, bei welchem Anbieter, bei welchem Verkäufer ihr euch das Ersatzteil für euer Tablet bestellt, sieht eventuell auch der Lieferumfang etwas unterschiedlich aus. Bei unserem Reparaturkit natürlich das Glas selbst und diverse Öffnungswerkzeuge, wie hier in Blau zu sehen, die Kunststoffteile hier, eine Tube Kleber, ein Saugnapf zum Anheben des alten Glases, doppelseitiges Klebeband, ein Reinigungs- bzw. Poliertuch und jede Menge Werkzeugeinsätze für diesen Werkzeughalter hier. Natürlich die bekannten kleinen Torx dürfen nicht fehlen. Allerdings zum Wechsel an unserem Tablet für dieses Displayglas sind diese Werkzeuge nicht erforderlich. Wir starten also mit der vermutlich schwierigsten Aufgabe hier, nämlich der Demontage des Backcovers, dem Öffnen des Gehäuses. Hierzu der Hinweis, ihr öffnet nämlich das Backcover an der Kante zwischen Backcover und Gehäuse. Bitte keinesfalls versuchen, zwischen Glas und Gehäuse hier das Ding zu öffnen. Das ist die falsche Richtung, das ist der falsche Weg. Wir sehen hier, wir verwenden das mitgelieferte Demontagewerkzeug, diese kleinen blauen Kunststoffkeile. Die sind sehr schmal, die sind nicht zu spitz, nicht zu scharfkantig. Keinesfalls bitte einen spitzen Gegenstand wie einen Schraubendreher oder ähnlich zu verwenden. Einfach hier langsam Stück für Stück mit viel Geduld und etwas Zeit sich hier vorzuarbeiten. Sobald der erste Halteclip an diesem Backcover gelöst ist, geht es dann auch wirklich langsam aber sicher Schritt für Schritt vorwärts und ihr löst einen Clip nach dem anderen in diesem Backcover, in diesem Rückdeckel auf gut Deutsch gesagt. Wir sehen, wir sind hier fast schon einmal rundherum. Wir haben hier zwei weitere Hände, die uns helfen, damit uns das Tablet nicht runterfällt und aus der Hand rutscht. So eine Reparatur machen wir ja auch nicht alle Tage. Wenn ihr das Backcover nun gelöst habt, nehmt es vorsichtig ab. Glücklicherweise ist hier kein Kabel verbunden. Legt es vorsichtig zur Seite, ihr braucht es erst später wieder. Wir sehen hier im Bild diesen großen weißen Teil, das ist euer Akku, eure Batterie. Solltet ihr diese tauschen möchten, ist hier ebenfalls zuerst das Backcover zu verwenden, um euch hier Zugang zu verschaffen. Uns interessiert eigentlich für den Austausch des Glases nur das Kabel des Digitizers. Wir sehen das hier.
Hinter dieser grünen Klebefolie befindet sich das Flachbandkabel in diesem Konnektor. Hier sieht man es nochmal genauer. Wir entfernen vorsichtig diese Schutzfolie, diese grüne Klebefolie, geben sie hier zur Seite, brauchen sie später dann wieder bei der Montage und sehen nun den Kunststoffkonnektor, der dieses Flachbandkabel hält. Ich nehme hier in diesem Fall den Kunststoffkeil, dieses Demontagewerkzeug, öffne diese kleine schwarze Klappe, indem ich sie hier zu mir nach vorne ziehe. Anschließend ist der Mechanismus gelöst und ihr könnt vorsichtig dieses Flachbandkabel, welches eigentlich nur eingesteckt ist, anheben und rausziehen. Nun kommt es zum unserer Meinung nach zweitschwierigsten Teil, nämlich der Demontage des gesprungenen Glases. Da wir sehr viele kleine Sprünge und Splitter haben, haben wir hier Abdeckklebeband aufgebracht, einfach nur um zu viele kleine Splitter bei der Demontage zu vermeiden. Das Glas ist wirklich sehr, sehr gut verklebt, zumindest in unserem Fall war das so, weil es sich noch um das allererste originale Glas handelt. Wir haben hier einen Heißluftföhn, wie wir ihn aus der Kfz-Technik kennen, verwendet. Wer so etwas nicht zur Hand hat, kann natürlich auch einen ganz normalen Haarföhn verwenden. Diesen nehmen wir, um den Kleber, den Klebstoff unterhalb des Digitizers etwas weicher und geschmeidiger zu bekommen. Anschließend, man sieht es hier, arbeiten wir uns wieder mit diesen blauen Kunststoffkeilen, mit diesen Demontagewerkzeugen hier vor. Ihr nehmt einfach eine Ecke, eine Kante an diesem Glas und arbeitet euch langsam Zentimeter für Zentimeter rundherum um dieses Glas einfach vor und versucht das Glas vorsichtig vom Kleber bzw. vom restlichen Tablet zu lösen. Das klappt manchmal besser, das klappt manchmal schlechter. Zwischendurch haben wir immer wieder mit dem Heißluftföhn vorsichtig natürlich und nur für kurze Zeit, für kurze Augenblicke, das Ganze wieder erwärmt, um den Kleber etwas geschmeidiger zu bekommen. Wir haben nun anschließend einige Keile an der Seite reingeschoben und diesen Saugnapf hier aufgesetzt. Gehen noch einmal rundherum, um auch wirklich den Kleber sorgfältig zu lösen. Und langsam ohne Hektik den kaputten Digitizer, wie hier zu sehen, am Saugnapf hochzuheben und zu entfernen. Wir sehen hier noch Stück vom originalen Klebeband und nun liegt das blanke, richtige Display hier vor uns und es geht weiter mit der Reinigung von eventuellen Kleberückständen. Je sauberer und vorsichtiger ihr hier vorher arbeitet bei der Entfernung dieses Glases, umso weniger Reinigungsarbeit habt ihr hier anschließend zu erledigen. Zusätzlich verwenden wir hier einen speziellen Reiniger, den wir sonst bei Kameraobjektiven und Linsen verwenden. Auch dieser eignet sich hervorragend für die Reinigung von solchen LCD-Displays, Tablets, Handys und dergleichen. Im nächsten Schritt ziehen wir nun diese Schutzfolie auf der Innenseite ab. Hier ist bereits ein doppelseitiges Klebeband, ein Kleber angebracht. Führen vorsichtig das Flachbandkabel durch die vorgesehene Öffnung hindurch und versuchen uns an den Kanten dieses Tablets zu orientieren und setzen letztendlich den Digitizer hier vorsichtig auf und drücken an den Außenseiten am Rahmen an den Kanten den angebrachten Kleber hier fest. Weiter geht's nun auf der Rückseite. Hier wird nun das Flachbandkabel des Digitizers wieder in diesen Konnektor hier eingesetzt. Wir sehen hier die weiße Markierung, diese weiße Linie. Diese muss übereinstimmen mit den beiden Punkten, welche hier auf der Platine zu sehen sind. Hier heißt es vorsichtig zu schauen und vorsichtig zu arbeiten, das Kabel ohne Beschädigungen und ohne Knicke einzuführen und anschließend die schwarze Klappe in diesem Konnektor wieder nach vorne zu klappen und den Verschluss und somit das Flachbandkabel hier zu sichern. Nun kommt es also zum Moment der Wahrheit. Bevor ihr das Backcover wieder raufgebt und das Gehäuse komplett verschließt, prüft erst einmal, ob auch die Funktion gegeben ist, schaltet dazu das Tablet ein und versucht es ganz gewöhnlich zu bedienen. Und ja, wie man hier leider sieht, das Bild täuscht nicht, wir haben hier bedauerlicherweise keine Reaktion auf unserem Tablet.
Der Digitizer reagiert nicht auf unsere Berührungen, er reagiert nicht auf unsere Wischbewegungen, auf unsere Eingaben. Leider keine Reaktion hier auf unserem Tablet. Da hilft es auch nichts, wenn wir die Schutzfolie abziehen. Dieser Digitizer reagiert leider auf keinerlei Berührungen, auf keinerlei Eingabe. Wir prüfen also nochmal den korrekten Sitz dieses Flachbandkabels, aber wie man hier auch an der Linie eindeutig erkennen kann, liegt hier kein Fehler vor. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, wir haben leider einen Fehler gemacht. Daher mein Rat an alle, die das selbst probieren, an ihrem eigenen Gerät. Bevor ihr die Ersatzscheibe, das Ersatzglas bereits ranklebt, testet einfach mal die Funktion, indem ihr ohne es anzukleben den Connector hier oben einfach reinsteckt und anschließt, das Tablet einschaltet und mal nachseht, ob bei Berührung des Displays bzw. der Glasscheibe eine Reaktion stattfindet oder nicht. Wir haben das leider falsch gemacht. In dem Fall müssen wir das Glas hier entfernen. Das ist kaputt und nicht mehr zu gebrauchen. Und glücklicherweise ein weiteres Ersatzglas anbringen. Dieses hier ist nun in der weißen Farbe, weil die schwarze Ausführung bzw. Anthrazit-Ausführung nicht mehr lieferbar war. Spielt für unser eigenes Gerät keine große Rolle. Dieses Display, dieses Glas funktioniert. Wir haben es getestet, ohne es ranzukleben. Wir werden es nun aufs Tablet bringen, das andere zuerst entfernen und dieses Glas anschließend auf dieselbe Art und Weise verkleben. Hier also nochmal im Schnelldurchlauf. Wir öffnen die Klappe des Connectors, entfernen vorsichtig das Flachbandkabel, drehen das Tablet um, nutzen wieder unser Demontagewerkzeug, diese schmalen Kunststoffkeile. Glücklicherweise lässt sich dieses eben erst aufgebrachte Glas relativ einfach lösen im Vergleich zum Originalteil, sodass sich dieses in wenigen Augenblicken entfernen lässt. Selbstverständlich reinigen wir hier nochmals vorsichtig das Display, nehmen anschließend das neue oder passende Ersatzglas, führen das Flachbandkabel durch die vorgesehene Öffnung, orientieren uns an den Kanten des Gehäuses des Tablets und drücken dieses neue Glas, diesen Digitizer hier wieder vorsichtig am Rand entlang an, wo auch der bereits aufgebrachte Kleber angebracht ist. Nicht vergessen, selbstverständlich auf der Rückseite wieder dieses Flachbandkabel einzustecken, auf den korrekten Sitz zu achten. Wie auch schon vorhin, prüft einfach die Funktion, ohne das Backcover raufzugeben, und wir sehen, in diesem Fall war die Reparatur, der Austausch erfolgreich. Der Digitizer funktioniert, das Glas reagiert auf unsere Eingaben. Wir können die Auswahl treffen, wir können die Buttons bedienen und somit können wir das Gerät auch nun an der Rückseite ordnungsgemäß wieder verschließen. Bevor ihr nun also das Backcover raufgebt und das Tablet endgültig verschließt, vergesst bitte nicht den vorher entfernten grünen Klebestreifen, diese grüne Klebefolie, wieder über dem Connector und dem Flachbandkabel anzubringen. Ein letzter Check, eine letzte Funktionskontrolle und es geht nun daran, das Backcover, diesen Deckel auf der Rückseite hier wieder aufzusetzen und das Tablet zu verschließen. Das klappt relativ einfach und problemlos, lediglich an den Ecken müsst ihr vielleicht etwas mehr Druck aufwenden, arbeitet vorsichtig, mit Geduld, ohne Hektik und klipst dieses Backcover, diesen Kunststoffdeckel auf der Rückseite wieder vorsichtig auf euer Tablet drauf. Wer es nun bis hierhin geschafft hat, kann sich über eine erfolgreiche und vermutlich recht preisgünstige Reparatur und Instandsetzung seines Tablets freuen. Abschließend zieht ihr noch die Displayschutzfolie von der Außenseite ab und sofern ihr die passende Farbe habt, werdet ihr vermutlich keinen großen Unterschied erkennen.
In diesem Fall sind alle Beteiligten zufrieden und glücklich damit, wie es immer so schön heißt, Happy Wife, Happy Life. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch hat dieses kurze Video etwas weitergeholfen und ihr konntet für euch persönlich etwas daraus mitnehmen. Über einen Kommentar oder ein Like, vielleicht auch ein Abo von euch, würde ich mich sehr freuen. Bedanke mich aber auf jeden Fall für euer Interesse, fürs Zusehen und fürs Einschalten und sage wie immer Tschüss und Servus.